Jetzt möchte ich mir friedlich heute können wir die Automotorschule präsentieren. Aufhängen, die wir mit unserem Autotest fuhren dünn noch an Belle Étoile, wo eine flotte Motorsportausstellung präsentiert wurde, haben uns mit zwei PR von Autosmarken erhalten und zum Schluss machen wir einen kleinen Aufschluss vom Autofestival 2022. Viel Spaß beim Nachgucken! An unserem Autotest kann man nur einen Blick auf den neuen Opel Mokka E. Bei Opel lässt der Mokka E ein kleiner Überraschungssuchse gehen. Er schickt doch mit diesem Gefühl seinen ersten neuen schicken Elektrostadt-SUV auf die Straße. Hallo an der Automotorshow. Ich stehe hier für einen neuen Opel Mokka, an dem wir uns den Orlo vorstellen. Bleibt dran, aber wenn euch diese Reportage gefallen hat, macht mir ein großes Freude und abonniert meinen YouTube-Kanal Automotorshow bei Carlo Miller. Am Vierer schon ein ganz großes Merci. Der Mokka E sticht doch durch sein Design an seinem scharf gezeichneten fischen Deal mit einem neuen unverwechselbaren Opel Weiser und dann auch noch, wie hier in unserem Fall, an der Matcha grün metallic Lackierung am Clan von den SUV heraus. Nicht allein, dass sein Abfälle riecht, mit den SUV aus der Mittelklasse muss sich auch heute Stars gut und einfach vorlassen, ein guter Komfort und ordentlich Platz am Interieur bieten und dann die immer groß froh, wert als mein Verbrauch auf 100 km. Ich schwätze mir heute nicht für Spritverbrauch, mehr für Stromverbrauch. Gucken wir uns mal zusammen die Maßen am Detail an. Eine Länge von 4,15 m verrät ein bisschen die Maß von einem kleinen Auto. Einerseits sucht breit mit 1,79 m für ein gutes Gefühl am Interieur und der zum Mals auf den Fischen sitzen. An den Rand geht es rundherum ein bisschen jeng und der trotz dem Radstand von 2,56 m. Material und Verarbeitung am Interieur als für seine Preiskategorie von 32.085 Euro laut Opel.lu proper verschafft. So wie sie ergonomisch Alcantara-Sitze ein Vorteil vis-à-vis der Konkurrenz bieten. Auch ein gesund Mittelmaß bietet mal mit 310 bis 1060 Liter Ladevolumen, wobei ein kleiner Hegebuch beim Rallöde steuert. Auch am Interieur von Mokka E und die Ingenieure geschickt cool Akzente gesetzt und das Level vom Interieur qualitativ auf ein gutes Niveau gesetzt. Vom Chauffeursitz aus blickt der Chauffeur auf zwei Monitore. Ein zentralen Touchscreen für den Infotainment und einen weiteren Ecran hinter dem Volant, den der Chauffeur über alles Wichtige informiert. Apple CarPlay und Android Auto laufen auch ohne Probleme. Just die Apps nicht gerade falsch Position vom Display können verwirrte Chauffeure steuern. Den Tempomat ist auch perfekt zu bedingen, besser wie bei seinen PSR-Brüdern. Erkennt der Mokka E ein Tempolimit-Schild, weist ihn doch direkt am Display an. An ein Keier auf die OK-Taste getippt, überhält den auch proper die erkannte Vitesse. Das System Spurhallen Assistant unterstützt auch perfekt beim Fahren, greift aber leicht an seine Gutsteuerung an. Außerdem sind noch nach hilfreich Assistent wie Front Accident Warner an den deutschen Winkelwarner serienmäßig. Aufgefallen ist mir aber hier, dass die PSR-Hilfe Assistant an dem ganzen Zusammenspiel noch nicht so perfekt sind, für den Mokka E das autonom fahren zuzuschreiben. So oder so ist der Arbeitsplatz vom Chauffeur klar und übersichtlich verschafft, ob sonst der kleine Balkon über dem Display die Sonne nicht komplett kann weghalten. Ganz aufgesprungen als Opel auch noch nicht von den klassischen Räderchen, die Klimatisierung an der Pegel vom Radioton klar und übersichtlich dirigieren. Für einen leistungsvollen und pissbarlosen Antrieb suche ich den Elektromotor mit 100 kW, 136 PS und einem maximalen Drehmoment von 260 Nm. Eine Beschleunigung von 0 auf 100 km an 1,2 Sekunden und eine maximale Vitesse von 150 km elektronisch begrenzt. Mit einer 50 kWh Batterie sollen noch hier laut WLTP bis zu 323 km Autonomie draufstechen. Mit einem vollem Upladen während 5,5 Stunden und einer 11 kWh Born kommen ein Display am Eco-Mode
aber nicht auf 290 km, sowie 270 km am Sportmodus und 280 km am Normalmodus. Am Eco-Modus geht die Leistung an den Komfort von der Hitze begrenzt und da wäre auch nicht mehr wie ein Vitesse von 150 km an der Stunde dran. Am Stadtverkehr hilft der Eco-Modus auch ein bisschen Autonomieangst zu vertreiben. Wie gesagt, die Lohrpunkte verbracht und auflösen das. 15,8 bis 16,2 Kilowattstunden gedoppelt auf 100 km un. Wir lachen nicht weit weg und haben am Durchschnitt um die 17 Kilowattstunden aufgezappt. Für mich hat der Weiß vom Fahren mehr sportlich wie komfortabel einen guten Wert. So wie auch die 35 Minuten, die wir den Opel Mokka E und einer DC-Oplödestation von 100 kW unhängen hatten, auf 80% Autonomie zurückgeschickt. Die Rekuperationsstufe lässt sich nicht erstellen. Opel liefert heute bei seiner Boîte in Position B. An dieser Position beim Fuß zum Gas holen, One Pedal Driving, rekuperiert der Mokka E deutlich. Aber nicht jeder in Hohenthal an dieser Position die starken Tempoverlust gären. Ein bisschen negativ könnte der Mokka E an Punkto Suspension rüber. Bei der Vitesse um die 100-120 km/h kritisiert Gefühl, den Boden unter den Rädern zu verlieren. Und vielleicht dadurch, weil ich kein Motorgeräusch habe und die Steuerung auf Müller rüberkommt. Den Elektromokka ist mit seinen 1600 kg kein Leichtgewicht. Nämlich das gesehen Doppel auch kein 4x4 gefährt. Durch seinen tiefen Schwerpunkt lädt der Mokka E auch gut an die Keieren, lässt aber hier kein sportliches Gefühl abkommen, wie bleibt den Punkt Komfort beim normalen Cruisen bis 130 km übertragen. Als Fazit kann ich sagen, dass dieser Elektro-SUV von Opel zu überzeugen ist. Sowohl optisch wie durch seine Leistung. Sogar seine Donnerung von Autonomie wäre realistisch zu erreichen, solange er sich normal am Verkehr verhalten hat, was bislang nicht bei allen Elektroautos in unserem Test der Fall wäre. Der Laurent Rausch präsentiert uns seine Flottausstellung über den Automobilsport. Und an dem Kader gehen noch vom RCL verschiedene Piloten geehrt, so wie den Autosportler vom Jahr 2021. Laurent Rausch, wie ist die Idee von dieser Motorsportausstellung zustande gekommen? Die Idee war eigentlich schon seit anderthalb Jahren. Ich hatte für ein paar Jahre hatte ich eine Stockers-Ausstellung von Nerd Auto neu organisiert. Und darauf sind uns mal gedacht, ja, dann machen wir mal eine andere Ausstellung und gucken, wie das läuft. Und da sind ich dann auf die Idee gekommen, eben für Motorsport zu Lützeburg zu machen. Motorsport zu Lützeburg, das heißt unter anderem einfach mehr Kategorien ausgestellt, wie Karting, Bierskurs, Rallye, Circuit. Da könnt dabei Motorräder, was zum Beispiel Loh nicht mega bekannt ist hier im Land.
weil auch ganz bestimmt ein kleiner Logistik erfordert, für all das Auto und Motorräder zu summen, um einen Platz zu kriegen. Ja, also das war so, all Pilot hat sein eigenes Auto heimgebracht. Das Auto so natürlich schon Jolo ein Auto heißt, sind schon mal von einem bisschen mehr bekannten Team Black Falcon. Da hat Porsche Center Lützebüsch mich ein bisschen unterstützt und die sind mit dem Auto sicher gegangen, weil das aber auch ein Partner von Carlos Rivas ist. Wie lange ist dann diese Ausstellung geschafft, für so 100%ig hinzukriegen, wie in Solo hier gesehen? Ja, Schatz, die Ausstellung sollte eigentlich schon letzte Winter gewesen sein, aber durch Corona ist das nicht gegangen. Haben wir es auf das Tür verlöscht, auf 2,5 Wochen verdeilt. Und darauf sind aber plus minus und schon mal gut 6-7 Monate mit der Belle Etoile zusammen geschafft. Laurent Rausch, steht dann auch eine Edition 2022 im Programm, aber was gibst du dann durch Changeier? Ja, das ist so, ich kann aus organisatorischen Gründen schon mal kann ich das Teil nicht alle Jahres machen, weil ich meinte, aber so viel Zeit würde ich vorher noch mal am Jahr von schon nach Kursen. Und ich habe schon geplant, eventuell für ein paar Jahre einen Einkauf zu machen, auch plus minus dem selben Stil, aber mit komplett anderen Autos. Das heißt, es kann sein, dass ich vielleicht eventuell international arbeite, weil aber in dem Moment mich schwierig wird, auch logistisch mich schwierig wird. Mit dem Auto gehen da komplett gewesen. Ne? Dass die Leute aber ein bisschen Aufwieselung gesehen haben.
Captain Carlos Rivas hat natürlich das Trophäe von ihm gehabt. Und Peter Paul, den Dylan, was siehst du? Vollkommen überrascht. Ich habe eine Luftkurse gemacht, MRI und verdient können. Viel am Limit sowieso und dann wenn sie dann meinst, hier geht noch ein bisschen Meter mehr spät, dann hast du Fehler da und das ist genau das. Ich meine, das werde ich mich lehren und so und hier hol ich dann jetzt weg. Die belgische Importateur Alkomotiv neuerdings Astera hat für einen Tag auf Münzburg invitiert. Und wir konnten noch heute noch ein paar News über die verschiedenen Marken, ein paar Autos an einen kleinen Test führen. Wir hatten uns den Suzuki S-Cross, den MG Marvel Air und den Hyundai Kona NRS gesicht. Oh, c'est la grande surprise. Donc, depuis 2 ans maintenant, MG est sur le marché européen. Et l'année passée, on a triplé nos ventes en Europe. Donc, c'est vraiment un fait très spécial, on trouve, parce qu'on est maintenant à jusqu'à 21 000 voitures qu'on a vendues en 2021 en Europe. Si on calcule encore les chiffres du Royaume-Uni, on arrive à 50 000, à plus de 50 000, donc c'est quand même... on est parti avec notre marque. Au Luxembourg et en Belgique, vous êtes toujours content avec la vente MG? Oui, mais comme toujours, on veut encore avoir plus. Et c'est clair que du moment que la marque soit encore plus connue, qu'on va avoir encore plus de ventes. En plus, la mobilité est en train de changer rapidement maintenant. Quand on voit l'évolution des ventes de différents carburants et voitures électriques, on voit quand même que les voitures électrifiées, disons, prennent un vol énorme. Point de vue Suzuki. Suzuki renouvelle toujours ses voitures comme la nouvelle S-Cross? Oui, tout à fait. Donc, le S-Cross est toujours a toujours été un peu moins connu que le Vitara. Hein. Mais en fait, c'est la même plateforme. Mais le S-Cross est un peu plus grand. Et maintenant que la voiture a été renouvelée complètement, hein, donc, point de vue extérieur, c'est tout à fait autre chose. Et donc, on croit que ça va connaître encore un succès énorme comme avant. Je crois que les avantages de cette voiture-là sont qu'elle est d'abord très légère. Elle a un moteur 1400 turbo, 129 chevaux. Et elle a encore le système mild hybrid là-dessus, 48 volts. Qui donne des sensations de conduite énormes pour une voiture de ce gabarit-là. Et le fait qu'elle est disponible en 4x4 en plus, donc c'est vraiment qui fait du S-Cross une voiture complète. Il reste toujours sur le système hybride et multi-hybride. Pour l'instant, oui, mais donc en 2023, on passe aussi à l'électrique. Et connaissant Suzuki, ils vont venir quand même avec quelque chose qui sera très fiable, qui n'a peut-être pas toutes les dernières technologies dedans, mais uniquement des technologies qui ont prouvé qu'ils sont fiables et toujours pour des prix très 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 raisonnables. Hyundai a vraiment changé de caractère. De caractère, oui, mais Hyundai a surtout changé d'image, je dirais. Enfin, là où
Jusqu'il y a 3-4 ans de ça, Hyundai était un peu le choix de la raison, pour dire ainsi. Des voitures très fiables, certes, des voitures aussi avec une garantie 5 ans, sans limite kilométrage, etc. Donc c'était un peu le choix de la raison, pour dire ainsi, mais avec des voitures qui étaient, on peut le dire, en design, pas toujours les plus attrayantes ou pas toujours les voitures qui sautaient à l'œil comme certains autres. Ce qui est vraiment arrivé maintenant, ce qui nous arrive vraiment maintenant avec Hyundai, c'est que oui, les qualités intrinsèques sont toujours là. Une Hyundai reste la voiture très fiable, très abordable, très accessible à tout le monde, avec toujours ses 5 ans de garantie, sans limite kilométrage. Mais avec l'arrivée des voitures comme déjà le New Tucson, mais aussi Santa Fe, et surtout maintenant en électrique avec Ioniq 5, nous avons vraiment trouvé une ligne de design qui fait rêver des gens. C'est ça qui est le plus important, je pense, c'est qu'on a couplé ce côté assurance qu'on avait avant avec un côté image qui nous a vraiment permis de monter en gamme. Et ça fait plaisir et ça parle aux gens qui aiment la voiture. Il ne faut pas non plus oublier les voitures de performance ou sportives. Oui, bien sûr. Enfin, il y a le côté électrification qui est très important avec le plug-in hybride, les électriques, etc. Mais il y a aussi le côté image, ça se joue aussi dans le sport. Et ce qui est bien chez Hyundai, c'est que ça se fait sur deux plans. Il y a le programme d'Hyundai Motorsport avec notamment les campagnes en rallye, aussi bien en mondial avec Thierry Neuville en WRC, mais aussi bien en championnat de Belgique avec Grégoire Münster et la i20 N Rally 2. Donc des vraies voitures de compétition qui se battent au plus haut niveau dans les compétitions où ils participent. Et avec la gamme N, dérivée de ça, des voitures de sport de route. Commencé avec i30N il y a quelques années avec un seul modèle sportif, mais qui était tout de suite et d'emblée une des meilleures voitures sportives moyenne gamme qu'il y avait, mais qui sont devenues aujourd'hui une vraie gamme avec i30N toujours en deux versions, mais aussi avec i20N, petit hot hatch dans le meilleur sens du terme, et aujourd'hui Kona N qui se rajoute aussi. Donc là aussi Hyundai a vraiment travaillé fort. Nous sommes allés d'une marque avec juste un petit modèle sportif jusqu'à une marque qui a des programmes en sport moteur au plus haut niveau et toute une gamme voiture sportive pour la route. De nouveau, ça fait rêver des gens, ça fait parler de la marque et c'est ça qui nous importe, faire cette attirance et cette passion autour de la voiture. C'est important de la garder quand même, aussi dans ces temps aujourd'hui. C'est pour ça que la gamme N nous est très précieuse. Und zum Schluss haben wir nach einem kleinen Aufstieg an verschiedene Rangen gemacht. Und hier habe ich mich mit den Responsablen von der Wand über den Autofestival 2022 unterhalten. Du hast den Autofestival 2022 ja passiert. Wie habt ihr ihn dieses Jahr gesehen? Also mit Kia kann ich mich schlimm zufrieden schätzen. Das ganze Team hat super Arbeit gemacht, auch das Team von Kia. Wir haben immens interessante Produkte. Ganz viele elektrifiziert produzieren, notamment den V6 in Hayana, da steht ein immense Succes heute. Wir lancieren den neuen Kia Sportage während dem Autosfestival, der noch eine große Resonanz bei den Leuten hat. Nicht zu vergessen, all die anderen Modelle von den Picanto angefangen, die Klangmodelle. Nein, wir haben wirklich viel Succes mit Kia des Jahr Autosfestival. Bah, cette année, le festival, on va dire qu'il y a une tendance forte qui continue, c'est la partie des leads. Et puis on a eu une bonne surprise parce qu'on voit un peu plus de monde que l'année dernière, plus de fréquentation dans notre showroom, avec notamment le week-end dernier où on a eu pas mal de visites. Et sur la partie lead, comme je disais, la partie digitale qui prend de plus en plus de place, les gens se renseignent de plus en plus, nous demandent de les contacter. On a plus 40% sur les deux dernières semaines par rapport à l'année dernière. Ja, wir sind mit dem bisherigen Verlauf des Autofestivals ganz zufrieden. Das Autofestival hat ja in Luxemburg eine sehr lange Tradition und wir Luxemburger, da schließe ich mich jetzt auch ein, sind ja auch autobegeistert. Das haben wir auch in diesem Jahr wieder gesehen. Seit dem Beginn des Festivals in den letzten zwei Wochen haben wir regen Verkehr in unseren Showrooms. Wir haben interessierte Besucher, die sich nach den neuen Modellen erkundigen und so weiter. Trotzdem muss man das Ganze natürlich auch im Kontext der Pandemie aktuell sehen. Mit der hohen Infektionswelle ist es natürlich so, dass auch weniger Besucher vielleicht in den Showrooms kommen. Aber wir sind in Summe sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf.
Oui, c'est vrai que cette année, on peut considérer que c'est un festival un peu spécial, sous fond de crise, de pénurie de voitures, en fait, hein, de production. Et donc, on s'est tous un petit peu bougé pour trouver des véhicules sur le marché, pour faire des pré-productions et pour avoir un peu de stock pour ce festival. Je dois dire qu'en tous les cas, chez Autopolis, on a pu faire tout ça. Donc, on a une offre pour nos clients qui est quand même intéressante, avec des délais de livraison qui sont, pour certains véhicules de stock, plutôt rapide dans les 15 jours et d'autres qui sont à ce moment-là dans les 3 à 6 mois. Voilà. Au point électrogefir, als die Klient schon gut informiert oder sie da der Meinung, dass er nach uns sicher das. Les voitures électriques, c'est un vrai sujet, hein, et on pourrait dire que ce festival, c'est un festival électrique. Plug-in hybride, mais surtout voitures full électriques, je dois dire aujourd'hui, on remarque vraiment que ce festival, il y a eu énormément de demandes, et franchement, on a vu notre volume de vente de voitures électriques exploser. Alors chez Autopolis, on a une société de leasing, et on fait du private lease, donc là, ça permet à nos clients de venir avec une mensualité qui est plutôt intéressante, et donc aucun souci, tout est compris. Et ça, je dois dire que ça fonctionne commercialement très très bien. On a énormément de demandes. Mais on a aussi des clients qui nous achètent leur voiture électrique, je dirais avec un financement normal ou bien directement sur fonds propres. Donc la voiture électrique, c'est le sujet en permanence de ce festival 2022. Ja, die wesentliche Frage, die unsere Kunden in diesem Jahr beschäftigt, ist natürlich die Frage nach der richtigen Antriebstechnologie. Der Kunde hat ja die Wahl zwischen den klassischen Benzin- und Dieselmotorisierungen oder den Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen, wo wir auch sowohl auf Diesel- als auch auf Benzinbasis anbieten, oder den rein elektrischen Fahrzeugen. Unser Schwerpunkt in diesem Jahr sind die rein elektrischen Fahrzeuge. Hier haben wir 2 neue Modelle, die wir präsentiert haben mit EQB und EQE oder auch ein EQS 53 AMG. Das heißt, wir sind als Mercedes-Benz hier derzeit schon ganz breit aufgestellt und haben von der vollelektrischen EQA bis zum EQV praktisch fast in jeder Baureihe ein vollelektrisches Fahrzeug. Auch die Plug-in-Hybrid-Antriebe erfreuen sich einer großen Beliebtheit. Bei den jeweiligen Modellen haben wir mittlerweile fast mehr wie 40% Plug-in-Hybrid-Anteile, sei es auf Benzin- oder Dieselantrieb. Diese Fahrzeuge haben mittlerweile auch schon je nach Baureihe teilweise elektrische Reichweiten bis über 100 Kilometer, sodass man dann in der Stadt zum Beispiel emissionsfrei fahren kann, aber auf der Langstrecke trotzdem auf den Komfort und die Reichweite eines klassischen Verbrenners zurückgreifen kann. La demande sur l'électrique, alors 100% électrique ou l'hybridation, elle aussi augmente de plus en plus. Les gens se renseignent et c'est vrai qu'avec les aides gouvernementales, on peut dire quand même que le passage à l'acte sur la partie électrique est beaucoup plus facilité qu'autrefois. Wenn wir merken, mit Kia, wie dass wir viele elektrifizierte Modelle an der Gamme haben, die Leute ganz gezielt, auch wenn sie dabei ist, kommen. War doch normal, als wenn wir wirklich ganz gut produzieren, an dem sie haben. Wir merken aber schon, dass nach einer Majorität von Leuten nicht an elektrifizierten Autos interessiert sind, weil ihre Business war den anderen, als war zu so, und das vielleicht noch Zeit, viel unter einem thermischen Auto zu fahren. Eine Chance, dass wir an der Gamme und der Markt, die wir verkaufen, eben sowohl den wie den tun, und an dem nur dem Klienten können eine Antwort geben. Der Benzin an den Diesel ist schon bestimmt auch noch ein Thema beim Klient. Selbstverständlich wird er gefragt. Also, das ist noch immer eine Majorität von unseren Wänden, sind noch immer für thermische Motoren, sowohl Benzin wie Diesel. Eben just, weil ganz viele Leute noch gewinnt sind, weil sie nicht die Idee haben, hier gewünscht zu ändern. Auf jeden Fall, weil das eben dem entspricht, wie sie ihr Auto benutzen, ihr Profil, für weit Strecken zu fahren oder lang zu fahren, ist das absolut eine Antwort. Oder eben auch die Leute, die eine Remorque sehen, zum Beispiel, du hast elektrisch, ist das nicht so das Ideal. Bah, je crois qu'on va encore parler de tendance. Aujourd'hui, l'électrique et l'hybride représentent pratiquement 37% des immatriculations. Et c'est vraiment en très forte augmentation par rapport à 2019-2020. Donc la partie thermique, forcément, de facto, bah, elle diminue petit à petit. L'essence reste quand même majoritaire et le diesel a de moins en moins la cote. Sachant qu'effectivement, quand on achète un véhicule thermique et qu'on entend que la partie électrique sera 100% du marché à horizon 2025-2030, les gens se posent des questions sur si j'achète aujourd'hui une voiture thermique, ça va donner quoi sur la revente dans 4-5 ans. Donc c'est une vraie question.
Ja, der klassische Benzin- und Dieselantrieb hat nach wie vor seine Daseinsberechtigung. Hier hängt es wirklich von dem konkreten Fahrverhalten und den Bedürfnissen der Kunden ab. Hier ist es wichtig dann, dass unsere Kaufberater dem Kunden mit einer Bedarfsanalyse mit Rat und Tat zur Verfügung stehen, um den Kunden dann auch zu beraten, was jetzt für seine jeweilige Situation der beste Antrieb ist. Nach wie vor brauchen wir Benzin- und Dieselantriebe und sind für sehr viele Kunden auch die sinnvolle Wahl. Outre les voitures électriques et la demande de plus en plus importante, on voit aussi naturellement que des clients sont intéressés par des voitures plus sportives avec moteur thermique. Et là, on voit naturellement des voitures comme la i30N de chez Hyundai où on a un succès qui est très important. Et on remarque naturellement que les clients sont intéressés par beaucoup de choses. Une chose est sûre, c'est que le diesel est en train de chuter fortement et ce sont les voitures électriques qui prennent la part de marché et les voitures, je dirais, à caractère plus thermique, plus performante, reste encore quelque chose qui est très apprécié par notre clientèle luxembourgeoise. Frohn und Bilan vom Autofestival 2022 und ich habe auch müssen stellen. Alors voilà, moi je suis très très content en tous les cas pour Autopolis. Le bilan il est très positif. On remarque qu'on a eu beaucoup d'affluence. On peut dire que l'affluence a un petit peu chuté par rapport aux autres années, mais c'est normal. Plus de clients finalement signent parce qu'ils viennent et ils ont beaucoup d'informations déjà en amont, donc sur internet hein, et sur les différents réseaux sociaux. Donc nos clients savent exactement ce qu'ils veulent. Et quand ils viennent ici, c'est plutôt pour faire encore un test, pour se faire conseiller par un commercial, parce que c'est important le conseil, surtout sur les voitures électrique, c'est quand même une technologie qui est très moderne, très nouvelle en tous les cas. Et voilà, et en finalité, on signe autant de véhicules que l'année dernière, qui était déjà une très bonne année pour Autopolis. Donc, pour moi, ce festival 2022, il est excellent et il répond pleinement à nos besoins. Das diesjährige Festival ist sicherlich besonders. Wir haben es mit der Covid-Situation zu tun. Wir haben natürlich eine Branche, die im Umbruch ist. Wir haben die große Frage nach den Antrieben. Wir haben das Thema Verfügbarkeit der Produkte mit längeren Lieferzeiten und knapperen Beständen. Aber was uns immer geblieben ist, ist die Leidenschaft für das Automobil. Und wir sind froh, dass wir auch dieses Jahr unseren Kunden hier wieder eine hervorragende Palette präsentieren konnten, unsere Neuheiten und wie die Wege in die Zukunft aussehen. Von daher, wir sind in Summe sehr zufrieden mit dem Festival in diesem Jahr. Und Bilanz wird natürlich zum Schluss gezogen. Wir hatten sehr viele interessierte Kunden. Wir rechnen damit, dass wir uns da auf einem guten Niveau einpendeln werden. Es werden sicherlich nicht die Rekordbesucherzahlen sein oder die Rekordverkaufszahlen, aber insgesamt sind wir mit dem Verkauf sehr zufrieden. Bah, en termes de bilan, on peut dire, même s'il reste encore une journée, elle est importante, hein, c'est aujourd'hui, hein, samedi, dernier jour, on peut dire beaucoup plus de leads qu'en 2021. Plus de visites, et ça c'est une surprise et c'est de bon augure. Et puis en termes de chiffres et de prise de commandes, on a sur Dacia, on est en avance par rapport à 2020 et 2021. Et sur Renault, on a de l'avance sur 2021 et on espère se rapprocher des chiffres de 2020. Donc on va dire globalement, c'est un résultat positif. Mais il ne faut quand même pas oublier que le festival continue jusqu'à la fin février. Et cette partie des trois semaines entre le 7 et le 28 sera aussi importante pour confirmer la tendance qu'on a pu sentir. Also wenn ich den Bilan soll sehen, für unseren letzten Samstag vom Autosfestival, kann ich so sehen, auch zufrieden. Also das heißt, zufrieden ist, dass wir an dem Bereich auf Uwantelei, wie wir es das erhofft hatten, dass kein exzeptionelle Crew, dass eine ganz gute Crew an dem Sinn, dass wir die Tür anfangen aufhängen, dass wir neue Produkte lancieren, dass wir durchaus optimistisch sind für die nächsten Monate. Voilà, ich gebe so ein ja, positiv überrascht. Und zum Schluss, als Präsident von der FEDAMO, ist der Philipp Mersch auch nicht unzufrieden mit dem Autofestival 2022. Als FEDAMO sind wir am Gang den Tour von den Konferenzen zu machen, um zu wissen, wie das Festival gelaufen ist. Wenn wir mal ehrlich sind, dann sind wir am Anfang an den Wänden, an den Visiten, wie wir es da plus ou moins gedurcht tun. Das heißt, dass nicht kein Grand Cru das Jahr, aber das ein verständliches Festival in dem Sinn, dass wir ziemlich normal geschafft haben, dass wir Leute auf Besuch hatten, mehr halt Männer. Was wir aber sicher können sagen, und das hat man letztes Jahr auch schon, dass die Leute, die in der Weh sind, ziemlich konzentriert sind, effektiv für ein neues Auto zu gucken, was positiv ist. Aber das eben halt, was fehlt das Jahr, dass den ganzen Festiven
festiven Deel vom engem Autofestival, wie du nur mit seht. Und da hoffen wir, dass wir da in den nächsten Jahren ein bisschen mehr auf wirklich das zurückkommen als die Wurzel vom Autofestival, dass wir wirklich auch die Fette Automobil, die Fette von einer Konzession rumfahren, was eben halt ein bisschen fehlt. Ich hoffe, wir haben euch ein paar flotte Minuten präsentiert und hoffe, euch den 21. Februar hier auf diesem Kanal dürfen zu begrüßen. Wenn es nicht seht, auf der Motorshow bei Carlo Miller. Bis dahin, halt dich gesund am Montag.